Wagenknecht hat ein Ende aller deutschen Waffenlieferungen nach Israel beantragt und die AfD lehnt diesen Antrag ab. Aber seht selbst, mit welcher Begründung die AfD-Fraktion die Ablehnung der Waffenlieferungen nach Israel, die in Gaza als auch im Libanon gerade brutale Kriege führen, ablehnt. Zur Sache. Der vorliegende Antrag fordert, deutsche Rüstungsexporte nach Israel zu stoppen und ein Waffenembargo gegen Israel zu verhängen. Israel wird vorgeworfen, schwerwiegende Verletzungen des humanitären Völkerrechts und der Menschenwürde durch die Art der Kriegsführung gegen die Hamas im Gazastreifen zu begehen. Dabei ist noch einmal in Erinnerung zu rufen und festzuhalten, dass die Hamas und der Iran das Existenzrecht Israels negieren und regelmäßig zur Vernichtung Israels aufrufen. Die Hamas war schon mehrfach bereit, das Existenzrecht Israels anzuerkennen, im Gegensatz zur Anerkennung Israels, das Existenzrecht Palästinas innerhalb der Grenzen von 1967, also bevor Israel im Sechstagekrieg die gesamte Region einmal überfallen hat und riesige Territorien annektiert hat. Israel hat diese Verhandlungsangebote in der Vergangenheit ignoriert oder dadurch beantwortet, indem es hochrangige Mitglieder der Hamas umgebracht hat. So in die Tat umgesetzt durch das brutale Massaker am 7. Oktober des vergangenen Jahres und einen perfiden Plan der Hamas, nämlich durch die von einer harten israelischen Reaktion zu erwartende hohe Zahl an palästinensischen Opfern, die arabische Welt in einen Krieg gegen Israel zu zwingen. Dieser perfide Plan der Hamas-Führung ist leider im ersten Abschnitt aufgegangen. Die hohe Zahl an palästinensischen Opfern und die weitgehende Zerstörung von Infrastruktur im Gazastreifen ist nur schwer erträglich. Die sich entwickelnde humanitäre Krise in Gaza hat die Welt aufgerüttelt. Israel hat im Laufe dieses Krieges gegen die Hamas aufgrund seiner harten und kompromisslosen Vorgehensweise viele Kritiker gegen sich aufgebracht, wie der vorliegende Antrag durchaus zu Recht beschreibt. Auch die Schutzmacht USA hat die israelische Regierung zunehmend kritisiert und aufgefordert, das humanitäre Völkerrecht zu achten und unverhältnismäßige Kriegsführung zu vermeiden. Schließlich haben die USA offenbar sogar einen Lieferstopp für eine Munitionsart, nämlich schwere Bomben, verhängt, um eine Mäßigung der israelischen Kriegsführung zu erzwingen. Inwieweit sich die Bundesregierung diesem Lieferstopp für bestimmte Waffen... Warum für schwere Bomben? Nun, das israelische Militär hat die sogenannte Dahir-Doktrin. Die ist benannt nach einem Beiruter Stadtviertel, was schon 2006 in einem Krieg zwischen Israel und der Hezbollah in Schutt und Asche gelegt wurde. Israel betrachtet Wohnviertel, aus denen es beschossen wird, pauschal als legitime Ziele. Es unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kombattanten. Was dazu führt, dass man ganze Wohnblöcke einäschert, um mutmaßliche Mitglieder von Hamas oder der Hezbollah umzubringen. Das hat in Gaza jetzt schon zu über 40.000 Toten geführt. Die Dahir-Doktrin ist konsequent angewendet, genozidal. Oder Munition angeschlossen hat, ist nicht offen kommuniziert worden. Der nunmehr vor wenigen Tagen erreichte Sicherheitsratsbeschluss zu einem dreistufigen Waffenstillstandsplan, dem Israel zugestimmt hat, gibt nun seit langem endlich Hoffnung auf eine schnelle Beendigung des Tötens und der Zerstörung. Allerdings dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass Israel auch an seiner Nordgrenze existenziell bedroht wird. Die bis an die Zähne bewaffnete Hezbollah stellt sogar eine ungleich höhere Bedrohung für Israel dar als die Hamas. Das stimmt nicht. Israel ist in seiner Existenz durch den Krieg mit der Hezbollah nicht bedroht. Die Hezbollah hat Angriffe auf Israel geflogen und Israel bzw. hat Raketen auf Israel geschossen. Israel hat aber seit Oktober letzten Jahres mehr als viermal so viele Angriffe auf den Libanon geflogen, wie die Hezbollah auf Israel gestartet hat. Und bei den israelischen Angriffen sind mittlerweile rund 2000 Menschen umgekommen, der Großteil davon Zivilisten. Bei den Angriffen der Hezbollah sind bisher ein paar Dutzend Menschen umgekommen, der Großteil davon Soldaten. Die Hezbollah greift vor allem militärische Ziele an, Israel vor allem zivile Ziele. Gleichzeitig hat die Hezbollah gesagt, dass wenn Israel seinen Völkermord im Gazastreifen beenden sollte, sie auch den Beschuss Israels einstellen würde. Die Hezbollah hat kein Interesse an einer Eskalation. Sie lehnt nur die israelische Kriegführung im Gazastreifen ab. Und die Hezbollah war nach Aussagen des libanesischen Außenministers, die bisher nicht von den anderen Verhandlungsführern, die an diesen Verhandlungen beteiligt waren, dementiert wurden, die Hezbollah war bereit, einem Waffenstillstand zuzustimmen. Israel war angeblich auch bereit, diesem Waffenstillstand zuzustimmen, aber bevor er in Kraft treten konnte,
brachte Israel Hassan Nasrallah um, zusammen mit hunderten anderen Zivilisten in Beirut. Also Israel hat da ganze Wohnblöcke in Schutt und Asche gelegt, unter denen sich auch der Bunker von Nasrallah befand. Also Israel hat einen Waffenstillstand dadurch verhindert, dass es den Chef der Hisbollah umgebracht hat. Ja, aber Israel ist existenziell bedroht. Israel bleibt angewiesen auf seine militärische Stärke, die auch von deutschen Rüstungsexporten abhängig ist. Daher lehnen wir den vorliegenden Antrag ab. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Israel provoziert den Iran. Israel fliegt schon seit Jahren Angriffe auf syrisches Staatsgebiet, wo in den letzten Jahren schon tausende Zivilisten umgebracht wurden. Israel fliegt Angriffe auf libanesisches Staatsgebiet, wo jetzt schon tausende Zivilisten umgebracht wurden. Israel bringt im Gazastreifen zehntausende Zivilisten um, lehnt jedes Waffenstillstandsangebot der Hamas, lehnt jedes Waffenstillstandsangebot der Hisbollah ab. Es provoziert, wie gesagt, den Iran, um einen weiteren großen Krieg zu starten. Es fliegt mittlerweile sogar Luftangriffe im Jemen. Alles möglich dank westlicher Waffenlieferungen, dank westlicher Geldzahlungen. Und die AfD, ja, will, dass dieser Wahnsinn so weitergeht. Denn Israel ist ja durch die Hisbollah, die, wie gesagt, mehrfach einen Waffenstillstand angeboten hatte und mit der es jetzt nur zu keinem Waffenstillstand gekommen war, weil Israel meinte, den Chef der Hisbollah umbringen zu müssen. Die AfD will, dass das Ganze weiterhin mit deutschen Waffen befeuert wird. Das ist auch eine Position zu diesem Konflikt.